Hallo und herzlich willkommen zu unserem Was in Super Bullet Break. Vielen Dank an die Entwickler, die mir hier ein Key zur Verfügung gestellt haben. Ja, Super Bullet Break ist ein taktisch, also Runden-Taktik, Spiel mit einer zeitkomponierten, also Zeit in Anführungszeichen halt einer. Oh, okay, ich durfte nicht. Okay. Dinge, wenn. Ich darf nicht zu Ende erzählen. Ich finde es sehr, sehr unglücklich. Ich bin unglücklich. Es ist wunderschön. So, genau. Und gleichzeitig, wie ihr aber seht, auch sehr, sehr fanservice-y. Irgendwie bei Weihnachtsfrau hat man das so ein bisschen gesehen. Ja, okay. Bevor wir uns das jetzt hier anschauen, können wir nochmal alles restore? Nein, das war der falsche. So, können wir einfach das hier auf ganz, ganz leise drehen, sodass ich wieder das hier auf normal drehen kann, dass wir. Ja, so. Okay, ich glaube, das hier funktioniert, oder? So, sagt mir, wenn es zu laut ist. So. Okay. Eventuell können wir das jetzt leider nicht mehr resetten, was ein bisschen schade ist. Ah, doch. Genau, jetzt können wir auch nochmal den Startscreen sehen. Weil das Witzige ist, das Spiel ist ein bisschen Meta. Wir spielen nämlich sie da drüben hier, ne? Und sie ist eine große Gamerin und sie wurde jetzt vom Spiel ausgesucht, dass sie das Spiel von Bugs befreien hat, weil, wie ihr seht, sind alle Spiele irgendwie verbuggt und gelockt. Und das liegt daran, dass eine böse automatische AI irgendwie die Spiele gescrambled hat. Und wir müssen jetzt nach und nach die Spiele befreien von den Bugs, von den bösen, bösen Bugs. Und, genau. Und dann können wir sie wieder freischalten. So. Genau, das ist ja auch mal noch dieses Gespräch, das hier kam. Von wegen, hey, was los? Wer bist du denn? Ich bin Nayuta. Und okay, was kann ich für dich tun? Du bist doch so ein Programmer. Kannst du irgendwas für mich tun? Ne? Was denn? Ja, die ganzen Spiele, die du installiert hast, die funktionieren ja gerade nicht. Ja, habe ich gemerkt, ist langweilig. So, aber ich kann dir helfen und zwar, guck, jetzt kannst du Monochrome Tactics wieder spielen und rausfinden, warum das denn nicht geht. Was heißt hier rausfinden? Und genau. Genau, dürfen wir das Monochrome Tactics wieder spielen, quasi, aber in einer modifizierten Version und zwar, dass am Ende eben so eine der Boss-Charakter oder auch der Held-Charakter, je nachdem, was für ein Spiel es ist, das wir dann spielen. Wir haben dann plötzlich eine Persönlichkeit entwickelt, die gegenläufig zu dem ist, was sie eigentlich darstellen soll. Ne? Großer Held, plötzlich kein Bock mehr und alle Scheiße. Unsere Sachen. Genau. Und das wird jetzt hier halt in diesem tollen Dialog miteinander besprochen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Voice Acting gab, to be honest. Kann sein, dass es Voice Acting gab, aber ja. Genau, und weil das aber halt jetzt hier auf ihrer Game Console passiert, wird entsprechend natürlich alles in solchen Messages geschrieben. Aber auch hier, gosh, I'm really surprised, I didn't expect Ry Lopez effect like that at all. She looks exactly like a hero, huh? Ah, okay, hier habt ihr dann auch, dass tatsächlich kein Voice-Acting da ist, sondern ich euch das vorlesen musste. It was really rowdy. Akari, what's wrong with me? Nothing, I was just thinking about what it'd be like if our personalities were flipped. That's an interesting thought. I think if we flip your personality, you'd be all shy and indecisive. Really can't imagine it.
Maybe you'd become a smart, dignified, perfectly ladylike woman instead of what you are now. Oh, that might be interesting. Wait, are you making fun of me? No, no, not at all. You just have a really strong personality. What about if my personality flipped over? Maybe you'd be less of a guy and more of an underling. Be like, hey, boss, or something. Maybe. Or maybe Black Cat would just a lot. Would be just a lot cuter, like, Mew, my goddess, it's just trying to buckle. Bleh, I don't want to be like that. Come on, it's just a what if, don't fret. Well, we might personally be like in reverse anyway. Kind of bosses you are right now, Nadjeta, so maybe you'd be more gentle, kind of like, would you please help me investigate? I'm not bossy, am I? Yeah, kind of, yeah. But you'd be like, could you assist me if you were a flip? Think you do? Try to be a little gentler. I think you'd be cuter that way. No, I think she's better when she's all haughty. It makes her more interesting. And bossy. Really? What's wrong, Nadjeta? Don't worry about her. She's just reflecting herself. Okay. My tone of voice? Is it her type? What's so bossy about me? Okay. Genau, auf jeden Fall, die reden halt miteinander. Aber rein prinzipiell, Hauptteil ist, dieses, oh, hallo. Eine Lady ist unter uns. Hallo Amy, schön, dass du da bist. So, genau. Achso, gut, ich dachte, oh, für einen kurzen Moment dachte ich, ich habe verkackt und ich habe noch die falsche Szene drin. Aber ich muss mich daran gewöhnen, dass die erste Szene, die ich jetzt sehe, wenn ich zu meinem Kontrollfenster rüber schaue, die Preview-Szene ist und nicht die aktuell laufende Szene. Aber normalerweise, also ursprünglich war mal das da drüben, aber ich habe gemerkt, das ist besser, wenn ich hier ins Mikrofon so reinspreche und ich mache das halt ständig, wenn ich in den Kontrollscreen reinschaue. Das habe ich sonst immer so gemacht und dann ist es schlecht gewesen. Ne? So schlechte Aufnahme als so und so besser. Genau. Oh dear. Genau, kennst du das Spiel schon? Und wenn ja, was hältst du davon? So, genau, ich zeige euch jetzt auch mal hier das Gameplay. Was zum Fick? Was haben wir denn da hier für ein Riesenviech? Okay. Ah ja, something that's stief sein. Genau. Wir haben. Guck mal hier. Hierin nichts. Ah, hier können wir Items. Aha. Mit ZR können wir unsere verbrauchten Kugeln sehen. Und hier sehen wir unsere noch nicht gefrorenen Kugeln. Und ihr denkt euch so, was labert ihr von Kugeln? Das sind doch hier irgendwelche Anime-Girls. Ja, wir feuern, also sie werden als Kugeln abgefeuert und sie sehen dann etwa so aus. Ihr seht, was ich meine mit slightly fanservice-y. Also nur ganz slightly. Weil, ich weiß nicht, na, das ist auch einfach nur cute. Aber wir haben halt auch sie hier, irgendwie das Flower Celle. Das Blumenmädchen. Okay. So. Es gibt Schlimmeres. Ja, es gibt Schlimmeres und gerade eben hast du es gesehen. So. Genau. Oh ja. Aber genau, das ist noch alles nichts. Es gibt doch mal in interessanter, sagen wir mal. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist slightly fanservice, nicht massiv fanservice. So. So, und das Ding ist, ihr seht ja immer die, ja, ich fühle das voll, ich würde auch in meinen YouTube-Anime-Girl jemanden an den Kopf werfen wollen. Ja. Weil alles wird besser, wenn du ein Anime-Girl am Kopf mal hast. So, ne, ihr seht ja diese blauen Bubbles immer hier so, über den, also 4, 7, 5, 6 und oben links seht ihr diese Leiste, ne. Und diese Leiste, da ist ja irgendwann das Porträtbild von diesem Typen, von diesem Einhorn.
Und genau, ihr seht jetzt, wenn wir jetzt den hier ausgewählt haben, der hat 4 in seiner Kugel stehen und dann 4 gehighlightete von Bits. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wir haben diese Zeitkomponente ist eben die, dass wir jetzt, was sind es, 4, 8, 12. Wir haben 12 von diesen Streifen Zeit, irgendwie Schaden an dem zu machen, bevor der dran ist. Das ist besonders deswegen wichtig, weil manche von den Charakteren haben so besondere Fähigkeiten, die da heißen. Wo ist das denn? Ne, haben wir hier gerade nichts dabei. Okay. Genau, hier applies one delay. Das heißt zum Beispiel, wenn wir sie jetzt einsetzen würden, dann würden wir dann den Gegner etwas nach hinten schieben in der Reihenfolge. Oder eben halt auch, dass wir, es gibt so Fähigkeiten, die sagen, für jede Attacke in die, in dieser Runde, und die Runde ist anscheinend immer bis der Gegner dran ist, kriegen wir das und jenes. Oder zum Beispiel, na, der hat jetzt als nächste Attacke, hat der 17 Schaden. Wenn wir jetzt also schauen, können wir irgendwie genügend Schild zusammen sammeln. Zum Beispiel sie hier gibt 4 Rüstung. Rüstung ist sehr, sehr gut, weil Rüstung hält über eine Runde hinaus. Schild aber nicht. Das heißt, die beiden, also wenn wir jetzt hier die 12 Schild nehmen, dann sind die auf jeden Fall weg, egal ob er die jetzt runtergeschlagen hat oder nicht. Aber es hört sich eigentlich ganz sinnvoll an, hier mit den 12 Schild mal anzufangen. Ob mit welchem wir jetzt anfangen, ist relativ bums tatsächlich. Wir können mal hier mit anfangen. So. So. Dann. Aha. Perfekt. Der ist noch nicht dran. Wir dürfen noch eine machen. Dann holen wir uns die 17 Schild und haben komplett allen Schaden weggeblockt. Perfekt. So, ansonsten hätten wir uns natürlich auch einfach heilen können, aber jetzt müssen wir das ja nicht machen. Das ist total praktisch. So, genau. Burst. Gain plus one attack power based on number of bullets you use this turn. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht rausgefunden, ob das jetzt heißt, dass wir sie früher oder später einsetzen sollten. Wir können es mal testen, indem wir, ne, wir haben jetzt, wir merken uns einfach, sie kostet, sie hat jetzt irgendwie, macht jetzt 9 Schaden. Und, eventuell sollte sie dann 10 Schaden machen, wenn wir jetzt vorher, keine Ahnung, den hier lassen? Ja, komm. Ah, sehr gut. Genau. Das ist die bei 10. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal. Sehr gut. So, dann werfen wir ihn hier für weg. Fantastisch. Bam. Und hier letzter Burst. Fantastisch. Den 2 Runden. Und das muss ich sagen, also so fanservice wie das Game ist, dahinter versteckt sich eigentlich ganz ziemlich, also eine ziemlich, ziemlich coole taktische Komponente. Und die gefällt mir sehr. Genau. Wir können natürlich aber immer wieder schauen, wie die Leute aussehen. Sie wird anscheinend aus irgendeinem Dating-Game sein. sie eher aus irgendeinem Kampfspiel und keine Ahnung, auch Kampfspiel. Was ist denn Exclusion? Exclusion sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ah, kann das sein, dass sie dann rausfällt? Weil sie kostet nur 3 Mana oder 3 Runden. Das heißt, es ist unheimlich günstig, macht aber 15 Schaden. Das heißt, potenziell ist sie ja. Es ist so ein, man darf sie einmal einsetzen, danach nicht mehr.
Okay, die Stimme ist etwas sass. Welche Stimme? Habe ich keine Stimme verpasst? So, genau, aber ganz cool ist auch natürlich auch immer die Fähigkeiten von den. Ich muss noch sehen, ich habe noch keine Ahnung, was die Heartsplosion bedeutet. Oh, hier. If you build the Heartsplosion to 100, you'll enter a state that halves the cost of all seasons bullets. Delays all enemies by 10. The state will end upon ending your turn and the Heartsplosion count will return to zero. Sehr gut. Exclusion. Ja. Genau, also sie ist halt so ein einmal pro Kampf einsetzbar. Aber es wäre halt schon eine gute. Ja, komm, sie ist eine gute Karte. Stimme im Kampf. I didn't hear the Stimme in the Kampf. Shiro no Naito, Kuroda da. Kore kara sewa ni naru. Tokoro de player yo. Koko ni wa umai sake wa aru ka? Ya, nan demo nai. Wasurete kure. Also, die Stimme gefällt mir. Voice King. Okay. Aber dann freut mich ja, dass sie hier auf eure Kosten kommt oder so. Always happy to be service. So. Jetzt ist die Frage, wen haben wir zuerst? Genau, jetzt seht ihr, wir haben jetzt irgendwie zwei Gegner. Das heißt, oh, 20 Schaden. Ja, Klon. Die Kondom-Tall-Tale? The fuck? Care to tell me the fuck you're talking about? Finally angeln ohne Angst haben. Aha. Oh, okay. Finde ich in den mal. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Stimme du als sus bezeichnest. So, der holt sich jetzt einfach drei Rüstungen, ist aber okay. Die kriegen wir relativ schnell weg. Oder sagen einfach, komm. Wir werden auch ein Schild dazu holen. Wo man ins Periodensee darf. Okay. Okay, Amy. Hi, Nina. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir, meine Liebe? Die wollen mich schon wieder verwirren. Ich finde das sehr unhöflich von ihnen. Ich
Hab das gerade nur ich gesehen? Oder hatte da die Explosionsform die Form meiner Panty? Oder ist es einfach so, dieses Spiel lässt mich erwarten, dass das passiert? Ist es das? Ist es das? War gar nichts und... Oh ja, bitte, bitte streng dich an, streng dich mehr an, Amy. So, den kriegst, womit du ins Rote See, in die Rote See fahren kannst, ohne sofort zerstört zu werden. Oh. Ja, ungefähr, Bison. Es ist nur meine Projektion, ja, das... Jetzt bin ich gespannt, Amy hat was geklippt. Das heißt, wir werden uns das anschauen müssen. Ach nein, sie hat zu spät geklippt. Okay, schade. Vielleicht ändert sie ja nochmal den Clip, aber ja, aktuell ist sie zu spät. Oh, sie erinnert mich ja an Killer Kill. Einfach dieses Kostüm. Inis-Gunner, Destructo. A mini-burp modified for offensive purposes. When it dies, it goes out in a blazing firework display. Hm. Oh, after attacking the next Phoenix bullet, use this turn against... gains attack power plus 5. Mhm. Ja. So, stimmt, wir könnten mal sie hier nochmal anschauen. Jetzt, wo ich ja weiß, dass ich immer dieses Icon Details oben einfach klicken kann. Bison hat einen Clip geklippt. Bin ich mal gespannt. Du warst schneller. Frage, warst du besser? Weil also das letzte Mal, als ich noch reingeschaut habe in einen Clip, dann sah das noch falsch aus. Aber hat sich das jetzt verschoben? Ah, doch. Ah, warte. So, Geschwindigkeit. Auf Hälfte Geschwindigkeit runterdrehen. So, und dann... Ach so! Es war ein Schlangenkopf. Es war ein Schlangenkopf. So. Ich meine, das, was ich gesehen habe, hatte schon so grob die Form einer Panty. Das heißt, bei dem Spiel hätte ich durchaus drauf kommen können, dass das so aussieht. Also, dass das gerade passiert, vor allem, wenn das innerhalb von einer halben Sekunde passiert, die Animation. Und es wäre wenig verwunderlich gewesen. Aber nein. It is a Schlangenkopf. Ja. Yeah. So, Gain 6 Order, Combo Beam plus 2. Decided damage to random enemy for every 10 Combo Beam counts you can rack. Ah, das heißt, wenn ich tatsächlich sage, so, hey, lass doch mal irgendwie Combo-Beam-Karten spielen, dann werden da einfach ständig random... Das gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich nehme die hier. Squeaker ist sie. Witzig. Oh, ich schieße Squeaker. Wie Koitei-Gakudan-No-Shinbaru-Tanto. Squeaker-Deo. Kore-Kara-Yoroshiku. Squeaker. Okay, genau. Und mit jedem Kampf, ne, kriegen wir neue Karten hinzu. Wir können auch manchmal Karten loswerden. Soweit so typisch Dungeon Crawler, Roguelite, Deckbuilder. Kennen wir auch schon von Banners of Ruin nicht anders. Genau, wir dürfen uns hier außerdem einen Schatz aussuchen, weil es eh immer Bums ist, weil wir nie wissen, welcher Schatz ist wo, weil es ist halt random. Kriegen wir jetzt halt 15 Schild anstatt
eine Meerjungfrau. Me sad. Sad, sad, sad. Mich so unhappy. So. Ah, ich sehe, das mit der Schlange war gar nicht das Sterben von dem Turm, sondern es war eine Fähigkeit von meinem Charakter. Ah, good to know. Oh, vielen Dank, Nico. Nick, für deinen Sub. War lieb von dir. Das heißt, Emi darf jetzt auch die ganzen schönen Emotes ansetzen. Magst du dir die mal zeigen? Damit sie weiß, was sie jetzt hat. Achso, ja, das ist echt nicht egal, was ich jetzt hier mache. Wir kennen die Animation. Oh komm, Squeak hier doch mal. Das hat Konsequenzen. So viel Unsinn darfst du jetzt einsetzen. Und wenn du willst, darfst du, das hättest du auch vorher dürfen, darfst du Ausrufezeichen Signal bzw. Ausrufezeichen Telegram eingeben, wenn du denkst, oh, die Emotes sind so cool, die will ich auch in Signal bzw. Telegram einsetzen. Das darfst du nämlich auch noch tun. Gut. Okay. Ich finde auch schön, dass dieser brennende Ring nicht Fire Ring, Fire Circle oder so heißt, sondern Spicy Circle. Aber gib es dem Brokkoli. Do it. What? Will ordentlich gecuttet werden. Schneid ihn hart. Ja, ich glaube, aber sie heilt gleichzeitig. Das Problem ist, die sind alle sehr, sehr gut. Verdammte Axt. Das hier gibt einfach mal plus 5 Attack Power und kostet nur 3. Sie macht ultra viel Schaden und sie heilt uns. Und unsere erste Kampffähigkeit hat plus 4 Attack Power. Und zwar tatsächlich der Hornslein. Fisch. Oh, das hört sich gut an. Schon so lange nicht mehr ordentlich gekocht, ey. Vielleicht jetzt, wo es besser geht, kann ich mal wieder dran denken zu kochen. Finde ich cool. Immer wieder Bock zu kochen. Vielleicht koche ich heute Abend noch. Das finde ich ja nice. So. Genau, sie ist jetzt noch stärker. Sie macht jetzt einfach 20 Schaden auf einmal. Und damit ist der Kampf eigentlich schon fast durch. Finde ich auch sehr fantastisch. Oh, warte. Das ist ihn hier. So. Und
Hm. So gemein. Heilen. Heilen. Und dann machen wir den Boy fertig. So. Müssen wir irgendwie im Moment 20 Grad? Wow. Wir sind gerade 10 Grad drüber. 30. So. Schau mal, sie hier haben wir schon. Mit dem einen Delay. Bist du hier nochmal? Penguin. Spawns one shield drone. Hat sich auch irgendwie cute. Ruler. Oh, ein Mana nur. Was? Ein Mana stark. Achso, aber auch nur ein Attack. Das Black King's Carnage. Legendary Passive. If you have 12 or more monochrome bullets in your magazine, inflict 3 damage on all enemies at the start of your turn. Okay. Das natürlich. Easy. Und sie kann Burst bekommen. Das ist natürlich... Okay, sie ist wirklich stark. Nee, kommt mit dem Ruder. Warikoso wa Haru-sama no ichiban yari. Haru-sama ni adanasu yakara wa kono watashi ga kichirashite yaru. Saa, kisama mo Haru-sama ni eien no chuusei wo chikau ga ii. Shitagawanu to yuu nara. Wakatte iru na. Okay. So, wieder die Wahl zwischen irgendwie einem Fight, der Stadt oder einem Treasure. Ich will das mit dem Treasure nochmal probieren, weil der Stadt ist eh, wir müssen einfach nur shoppen und ist langweilig. Okay. Vielleicht nehmen wir ab sofort immer die Mitte. Weil immer in der Mitte war jetzt das Mädel. Schnips. Eigentlich wäre es noch gut, wenn wir irgendwie versuchen, viele Schildkarten rauszuhauen. Weil dieser Arsch, der will uns doch einfach, der will uns verletzen. So, jetzt können wir das einmal komplett abblocken. Das ist jetzt tatsächlich etwas ungünstig. Wir könnten schauen, dass wir den einen halt komplett vernichten. Und dann ist es nicht ganz so schlimm.
Okay, sie hat macht 11 Schaden gerade. Okay, vielleicht müssen wir uns auch gar keine Sorgen machen, ob wir jetzt hier nochmal 16 Schaden kassieren, weil wir jetzt einfach unsere 3 stärksten Karten in der Reihenfolge bekommen haben, die so, yo, fuck you, Character. Nice. Genau, ich muss sagen, also dafür, dass es am Anfang so wirkte wie so, hey, guck, hier kannst du, wenn du genau hinschaust, vielleicht für eine halbe Millisekunde mal kurz und dir den Rock durchschauen, weil sie ja hier so hoch und runter schweben. Ne, und manche haben halt einen Rock, genau so hier, sie haben ja so einen Rock und immer wenn sie dieses hoch und runter machen, dann macht ja immer dieser, der Rock immer so ein leichtes Sch. Und da denkst du so, okay, es ist nur ein Fanservice-Spiel. Aber es ist halt eben nicht nur ein Fanservice-Spiel, sondern es ist tatsächlich sehr, sehr taktisch und sehr, sehr cool und sehr, sehr cool kombinierbar. Und das, muss ich sagen, gefällt mir in dem Spiel. Ja, yeah, genau. Und in genau, dann kommt wieder so ein Charakter, wo du denkst so, okay, ich sollte das vielleicht nicht mit Leuten spielen, die mir über die Schulter schauen und die mich dann anschauen. Dude. Das ist so dieses, ne? Also das hier, so dieser Kampf, ist so, wenn die Eltern nicht reinschauen, Eltern schauen rein, gerade im Reward-Screen. So sieht's aus. Auch im Rechner. Genau, das Charakter-Design ist halt sehr, sehr niedlich. Sie nehmen halt aus, sie haben halt irgendwie ein paar Spiele, also ein paar Fake-Spiele, die sie da gelistet haben, irgendwie, was war's? Ich kann sie jetzt mal kurz nochmal googeln. Sie haben irgendwie dieses Monochrome Tactics war's. Das heißt, man hat eher so irgendwelche so Ritter, Soldaten etc. Achso, hier kommt das, glaube ich. Ja, wenn die Seite mal laden würde. Was halt, ne, also so ein Monochrome Tactics, was ja so ein RPG sein soll. Wir haben hier Seasons of Love, was eher so ein Dating-Game sein soll, ne. Deswegen ist jetzt hier auch ihr Profile ist halt, ja, ist ein First Year Student, sie ist ein Dezember-Typ und so Sachen, ne. Oder a girl who tries her best to act cool as snow around the player, but she's actually pretty easily excited. She's secretly planning a Christmas party, buying gifts, decorations in the hope that it'll make her more popular. Ja, und so Sachen. Und dann gleichzeitig hast du halt aber auch irgendwie solche Typen. Hier aus Princess Stage. Irgendwie ein, ja, keine Ahnung was, lackadaisical princess who's asleep basically all the time. She can fall asleep anywhere and everywhere and is often sleeping right up until she needs to act. And even when she's awake, she's quiet and dazed, but up on the stage, she's capable of performing exceptional feats that can dazzle even the most stoic of crowds. Na, also was haben wir? Monochrome Tactics, das ist RPG, Seasons of Love, halt irgendwie so ein Dating-Game. The Aqua Rhythm Deep, wo dann halt alle eher so musikalisch und keine Ahnung, meeresaffin gekleidet sind. Phoenix Gunner, so ein bisschen so ein Shoot'em-up. Ja, mit ganz vielen Phoenix Girls natürlich. Bullet Break, das ist anscheinend ursprüngliches Spiel dazu. Princess Stage, was wir jetzt gerade schon erwähnt hatten, irgendwie eine Mischung aus. Prinzessinnen sind Sängerin. Ich meine auch das Design von ihr ist ziemlich cool. So ein Princess Ivy mit einer Sängerin gemischt. Das hat schon was. Beastly Brawlers. Das heißt, man hat dann irgendwie Neko Girls, die irgendwie weiter sind. Also genau. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Character Designs, die wir jetzt in dem Spiel dann finden werden. Und die dann auch alle verschiedene ja, irgendwie Kreis angehören, ne? Wir haben jetzt hier zum Beispiel das Circle Board, wir hatten vorhin auch irgendwie den Spicy Circle. Oder was haben wir hier? Was haben wir jetzt hier direkt noch? Bronzewing Gear. Ach genau, sie ist einer von den Beastly Brawlers. Und sie ist die Holy Nightlights. Ich weiß noch nicht genau, wie die reinspielen, weil bei vielen habe ich das noch nicht gesehen, aber sie haben halt alle ihre verschiedenen Fähigkeiten, so Sachen wie Heartsplosion. Die halt, wenn man sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt nur auf Seasons of Love Character, dass die oft Heartsplosion haben.
dass man damit halt zum Beispiel eben besondere Fähigkeiten von ihnen ausnutzen kann. Genau, und was hat sie jetzt? Keine Ahnung, wir hatten vorhin noch dieses Combo-Ding, wo es vermutlich ja aus dem Rhythm, Akamima Rhythm-Ding ist, weil das natürlich auch so ein typisches Rhythmus-Spielteil ist, ne, so ein Combo. Und dass man da dann nochmal extra Schaden raushaut. So, und jetzt wollten wir uns mal überlegen, welche von den dreien wir wieder nehmen wollen. Wir haben jetzt hier wieder die Estella, die man nur einmal pro Kampf spielen kann. Difference between current HP and max HP. Ah, okay, das wenn wir... Oh, die ist natürlich so ein, wenn wir gerade richtig in einer richtig schlechten Situation sind, dass wir sie dann einsetzen. Discard 5 random bullets from your hand, gain 10 armor. Okay. Ist jetzt nicht so schlecht und macht auch noch gut Schaden. Aber kostet dann hast du halt 10 Runden. Nee, ich nehme dann das hier. Definitiv. Blüht. So, für eine Idee auch irgendwie niedlich, dass hier ein heimlicher Weihnachtsplaner ist. Genau. Diese Intros sind halt auch immer sehr, sehr niedlich. Ja, ja. Ah. Also es spielt halt mit allen Klischees. So, ja. Ja, ne? Das ist typisch, ne? Du siehst jemanden so, hat kein Geschenk und ah, okay, dann gebe ich dir halt eins. Es ist nicht so, dass dieses Geschenk jetzt perfekt für dich ausgesucht ist und seit 3 Monaten bei mir schon rumliegt und ich ganze Zeit nur dir dieses Geschenk geben wollte und das extra für dich jetzt da ist, aber halt die Fresse, du bist nutzlos. Fick hier. Extra das in der Mitte genommen. So, genau, jetzt haben wir hier nochmal eine Raststätte, wo wir irgendwie rasten können. Aber ist halt auch ein... Wir brauchen nichts mehr. Wir eine Cartridge wechseln, aber ich weiß auch gerade gar nicht, was das ist. Aha. Das heißt, wir können aus das Passiv nochmal von denen wechseln. Aber zum Beispiel. Aha, die hat jetzt einen Kosten mehr und aber dafür 2 Attack Power mehr. Ah, wir können das auch noch tauschen, weil die hier zum Beispiel haben ja auch verschiedene. Genau, das heißt zum Beispiel, wir könnten jetzt ihr's hier ändern, weil ihr's ist einfach nur plus 1 Attack Power, das ist schon okay, aber halt nicht der Wahnsinn. Und sie macht halt auch so einen Range Damage, das ist halt schon richtig gut. Wenn wir stattdessen von ihr so ein legendäres Ding hätten, wäre schon okay. So. So, wisst ihr was, wir nehmen tatsächlich hier. Und Happy Red Rim digitiert zu Horn Slime Circle. Okay. And the next monochrome bullet you use this turn has plus 5 attack power. Mhm. Das ist okay. Ich weiß nicht, das Optimalste, aber es ist okay. So, und jetzt kommen wir hier zum Hauptkampf. Oh no! It's Roy Lopez again. Genau. Was macht sie jetzt eigentlich? Prevents Debuff 2 times. Okay, wir können sie 2-mal nicht debuffen. Weißt bei ihr hier, wenn sie hier dieses... Dann sieht das so cute aus, aber da sie in dieser Position ist mit dem Arsch hin dran, sieht das eher so aus. Twerk, 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 twerk. So, Nick, was ist denn?
Bin mal gespannt. I haven't. この一層、ハル様のために。この程度。Roll seven。僕ですか？私が行こう。闇に抱かれよ。Genau, in solchen Runden ist halt so diese Draw, diese Burst-Fähigkeit halt richtig stark, weil man so lange hat, bis die wieder dran sind. Problem ist, jetzt kriegen wir 2x30 Schaden. Wenn wir jetzt nicht irgendwie genügend Schild zusammenbekommen, wird es schmerzhaft. Und zwar nicht auf die gute Art. Ich habe fast das Gefühl, dass wir es nicht hinkriegen. Das heißt, wir müssen es anders machen. Mal schauen. Nicht wie viel Burst-Schaden raushauen. Ah, das hat wehgetan. Das hat richtig bad wehgetan. Like, damn. Heilen. Schild. Teilt die Dinge zu sich auch noch. Oh, wait. Einfach nur mal ein Delay reinhauen. So. Jetzt haben wir 33 Runden Zeit. Ich würde sagen, das können wir nicht. Schauen, ob wir uns irgendwie heilen können. In der Zeit nochmal. Und dabei nicht den Charakter aus, also die Gegner auf sie umbringen. Scheint nicht so.
の深淵へ落ちるがいい。Wie wär's mit dem 26er Schaden, um sie fertig zu machen? So, bin ich. Einer meiner Lieblingsfilme. Nämlich die sowjetische Zeichentrickversion der Schatzinsel. Oh. Und ja, Nina hat sie wirklich. 47 Schaden hat die bei mir angerichtet. Itameko! So, jetzt sollen wir uns auswählen, welche wir davon haben wollen. Wir haben 12. Ja, wie wär's denn? Statt die Restores 1 HP, costs 1. Also, dass sie einmal weniger kostet. How about. We take. The Legendary Passive. If you have 12 Monochrome in your. So. Wie wär's denn mit der? Achso, genau, damit ihr auch noch seht, wie sie einmal komplett aussieht. Ne. Genau, dann fangen wir von vorne an. Von vorne an. Ah, wir können mal in die Stadt gehen, weil wir in der Stadt noch nicht waren bisher. Da sehen wir jetzt Kalmir. Ah, you! Perfect timing. While I was cleaning the castle, I broke something the Black King held dear. I'll give you this, so please don't tell her, okay? Okay. Allows you to see inside lockboxes usable on treasure spots. Oh, das ist natürlich praktisch. One scout draw. Oh. One item tells you the content of treasures, while the others let you get friends and shop blocks. They're all yours, so please don't tell. Easy. So, dann gehen wir mal hier direkt zum Shop und die sah niedlich aus. Ja, die sah niedlich aus. So. Spend Giga to buy items of bullets or spend scouting tickets to scout for bullets of a certain type. Item price increase the further along you are on a map. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier unsere wunderbare Händlerin. Dann jetzt hier. Was ist das hier? Ach so, wir können auch einfach Natsu kaufen. 2500 Gold. Wir haben aber nicht 2500 Gold. Deswegen hier, I want you. I want. Ach so, warte. Nee, wir müssen dann. Wir müssen immer noch kaufen. Okay, come again. I want you to want me. I need you to need me. I'm begging you to beg me. Hier, wo da der Text weitergeht. So. Alright, alright. So, wir hauen zuerst hiermit auf. Genau, wir schauen mal, dass wir den hier finishen. Boostet jetzt alle, das ist mir jetzt auch relativ egal. Wieder alle. Natürlich jetzt ungünstig.
jetzt auch so viel Schaden macht. Die Chance ist, dass wir den hier tatsächlich killen, ist höher. Ja, wir kriegen die 27 von dem drauf gedeckelt. Okay. Killen damit aber den hier. So. Rüstung. Zum Heilen. Ein bisschen. Gehen hier vielleicht doch killen. Wir haben nur 10 HP verloren. Dafür, dass wir richtig fett auf die Fresse bekommen haben, ist das ganz okay, finde ich. So, und jetzt dürfen wir uns einen Bago aussehen. On Player. But why would we want him? Like, seriously, was? Warum? Warum will ich denn den Bago haben wollen? Ich könnte nochmal Rulo dazu holen, aber nicht in der coolen Version, sondern nur in der Pillow-Version. Oder wir holen uns Queen. Queen Weresov. Like 3 Poison. Yes, I think. I want her. The Black Army's second in command and one of the strongest among the Black Kings in Tarash. If you approach her thinking she's gentle and harmless, you'll find yourself cut to ribbons in no time at all. Her voice is saccharine, but her attitude is ferocious towards friend and foes alike. She deserves a maternal love for King Duhtoli, whom she lavishes with affection. Okay. Well, I would say, let's take the queen. Hi Sophia, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Genau, wie du siehst, geht's uns viel zu gut. I'm a little busy with the Black King right now, dear. Don't interrupt. I'll have to raise you. Okay. Yeah. Ja, ne? Aber hat sie gerade wirklich Ara Ara gemacht? Did she actually just say Ara Ara? Aber ich finde ja schön, dass sie nicht nur so liebe Charaktere bauen, sondern auch brutale. Ihr wisst schon. Ah ja, immer diese Gewalt. So, das ist natürlich jetzt praktisch, weil sie hier greift zweimal an.
Das heißt, nimmt potenziell diesen plus 5 Bonus zweimal. We'll see, I guess. Oh yes, he actually does. Quite great. I'm finishing. Oh, eigentlich müssen wir jetzt mal noch die Queen einsetzen. Einfach weil geht. I was underwhelming. So, lecker. Muss zugeben, ich hätte, so wie sie da hängt, also so wie sie in dem Bild da hängt, hätte ich gedacht, dass sie im Pyjama ist und dass sie aus irgendeinem Dating-Game ist. Anscheinend nicht. Das wäre auf jeden Fall gut, wenn wir sie dazu nehmen, weil sie hat auch wieder den Combo-Beam. Das heißt, wir können tatsächlich mal ein bisschen mehr auf den Combo-Beam gehen. Wir können natürlich aber auch auf Titten gehen. Sorry. Aber Titten. Wer ist das hier? Lien Beastly Brawlers. She's penetrating. Build Booba. Those enemy shield or armor deals direct damage. Penetrating tanks will not reduce enemy shield or armor. Tatsächlich, sie hier wäre sehr, sehr praktisch. Also. Also, ich würde nicht auf die Titten gehen, weil es ist auch so, ich spiele nicht viel mit Karten ablegen. Also, bei anderen Spielen mache ich, also bei anderen Decks habe ich das schon ganz viel gemacht. Also ich würde eher schauen, dass ich hier Combo Beam dazu nehme oder einfach Penetrating. Ich glaube, ich nehme Penetrating. Oh, und vielen Dank, Sophia, für deinen Resub. Und Nina, wenn dir dieses hier ins Gesicht gehalten wird, an was soll ich denn sonst denken? An ihre hübschen Lolita-Kleidungen. An ihr schönes grünes, was sehr out of place ist. Haargummi. Warum ist das grün? Seltsam. Das ist irgendwie das einzige Grüne an ihr. A happy, cheery girl from a picture book story. There are idols around her, princesses, so she believes she must be one too. The strange girl believes that the big bad wolf is a prince and she dreams... Okay. She's into bestiality. And she dreams of the day he'll come and kid her... No. War Akka nicht irgendwie red? Jetzt ist die Frage nur noch, ob Tsuki für Rakete steht. Kann das mal jemand nachschauen, ob das wirklich so ist? Das wäre sehr furchtbar. Sie sehen, was mein Körper dir ständig ins Gesicht hält? Ja, ich habe es an dem... In dem einen oder anderen Moment ist mir schon aufgefallen, ja. Nicht beim ersten Moment. Weswegen du immer noch sehr irritiert warst, glaube ich. So.
So. Oh yes, please turn me on. Wait, what? He didn't just say that, did he? So, du bist als erster dran. Und deswegen wirst du als erster draufgehen. Penetration. So, jetzt haben wir hier Rüstung. Oh, die haben beide Rüstung. Fantastisch. Scheiß auf Rüstung. So, wir können jetzt eigentlich mal schauen, dass wir uns noch ein bisschen versuchen zu heilen. Mit unseren Heilcharaktern. Ein bisschen Heilung schießen. Ja, Heilung schießen. Give me more heal. Ach, an einem bestimmten Button sein. Nicht dein Schiff. Ja, ja, wie war das so? Muss nicht. Auch ein Spiel, das wir sehr gerne spielen im Polykül. Also, dieses muss nicht. Nicht, was ihr jetzt denkt. Auf der Zeit gain der F, no, ja, yeah, der 69 Laser Effekt. Mhm. A biological weapon of the same type as F00041. She's a battle maniac who's literally built for combat. Her regular attitude is calm and collected, but when deployed on the battlefield, her true ferocious personality takes center stage. She hates boring fights and having her encounters interrupted. Mhm. Alrighty. Lovebird. Taking breaks at rest blocks is free. Oh. Das ist natürlich richtig cool. Okay, ich nehme sie mit. Wait, it's a long time since I've seen a human? Okay. Nicht human. Good to know. So, und jetzt holen wir uns hier mal eine Treasures, weil wir jetzt können wir anscheinend reinschauen. Müssen wir die Dings nutzen? Ah. Yo, Sir. Mhm. Ah. Und Überraschung! Wir haben Yo bekommen! Convenient. So, jetzt heilen wir uns noch, weil ist free. Da. Einmal wieder komplett aufladen. Convenient. Achso, verdammt, wir hätten es natürlich auf gleich schieben können. Aber eventuell brauchen wir das nach dem 3-Sterne-Fight jetzt hier gleich nochmal. Weil, pff, ja, eventuell.
Just maybe. Aber hey, wir haben diesmal echt viele von diesen Combo-Beams. Die Frage... Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem hier an. Reinhauen. 16. Muss ich ja kommen. Schaden. Ja. Oh, das ist leider nur die Range, das ist auch nur die Range. Schade, schade, schade. Schild bekämen wir trotzdem. So, warte, wir greifen jetzt einfach mit dem hier Ding hier an und werfen den Fluffy Buffer weg. Der stirbt nämlich trotzdem. Und wir haben unseren Debuff los. Und dann wir. Hauen wir einfach noch mehr Combo-Dings drauf. Einfach weil wegen geht halt. Das nächste ist dran. Dann jetzt erstmal weiter warten. Bin ich mal gespannt, wie es wird. So, dann darf sie jetzt. Jetzt wollen wir hier eine Elfer-Attacke draufhauen. Ja, aber witzig ist das hier. Ich würde sagen, haben wir doch perfekt gelöst. Kein Leben verloren. Und jetzt dürfen wir uns. Eine 3-Sterne-Person aussuchen. Okay, sie hat schon dieses andere Legendary schon wieder drin, das wir gar nicht so sehr brauchen. Was hat sie denn? The starting this bullet grants 10 shield when you discard this bullet again. Oh, das ist natürlich super praktisch. Das heißt, jetzt könnten wir tatsächlich mal öfter sie einsetzen von wegen, ja, wenn wir sie loswerden, dann kriegen wir 10 Schild, 10 Rüstung. Das ist halt super stark.
Tatsächlich, glaube ich, nehmen wir dann sie mit. Auch wenn Claude mit der 15er Attack schon ziemlich stark ist. Ich meine, wir nutzen die halt ständig. Business Card und oder für mich hart. 101 dann. Hey, wir nehmen die hier. Dann haben wir endlich mal eine Karte, die wir sinnvoll wegwerfen können, wenn... Also wir haben halt irgendwie zwei Karten oder so in unserem Deck, die sagen so, hier, wirf eine Karte weg. Und das würde mal die sinnvolle sein. Selber, wie geht's dir? I want her to become our fan. Wenn sie wieder Charakter. So. So, und das Coole ist, wir können jetzt hier zwar einfach sagen, wir könnten resten, aber da wir schon alles haben. Machen wir es aber so und tauschen eine der Sachen hier. Sich einfach was aus, was nochmal. Nochmal mehr da reingibt. Genau, plus 5 Attack Power. Sie. Weil ihn hier setzen, also diesen Hornslime setzen wir auch recht häufig ein, finde ich. Die setzen wir schon recht häufig ein. Komm, wir nehmen den hier. Und was wird's? Wow, Max Jones plus 1. I totally need that. I don't even use Jones. Here, double check castle. Black King should be in the throne room. Still have some way to go. Are you all prepared? Completely. No problem. Here. So. Na, also dafür, dass das irgendwie so auf den als erster Eindruck so ein ja, this is Fanservice Game ist, ist es halt schon eigentlich ziemlich cool, weil es halt echt viele Taktiken ermöglicht und dadurch, dass es halt die verschiedenen Universen hat, aus denen die Charaktere rauskommen, auch eine sehr, sehr große Varianz an die Character Designs und eben aber auch Taktikmöglichkeiten, wie man sie kombinieren kann. Ein bisschen schade ist, dass man noch nicht so, also noch habe ich nicht so wirklich gesehen, dass man so zwischen den Universen gut Symbiose schaffen kann, aber was eingefangen? Was hast du denn eingefangen? Ich hoffe, es ist nicht das böse C. Ansonsten insgesamt auch gute Besserung. Aber ich leide mit dir. Ich habe jetzt erst am Wochenende hier die Nachwirkung meiner vierten Impfung durch. Und sie verfolgen mich immer noch ein bisschen. Ist echt erschöpfend. Is it? Picking up a bugger signal. It's nearby. What? Over there is Black King. King Ducholli. That is the king? I mean, what? On the Charlie. Wie wir das gute mechanische Tee trinken in Form eines Bieres. Ja. Eine sehr gute Cerveza. I get it. Okay. Ich würde sagen, wenn wir schon hier das Gift haben, summons new enemies in
demnächst. Nee, sie ist so fett. Sie kriegt einfach dreimal Gift. So. Dann mal den Combo. Shield ein bisschen witzlos. Well, that is a bit unfortunate. Aber wir haben ja glücklicherweise das hier, das kann schon mal irgendwie ein bisschen was. Richten oder so ähnlich. By the way, warum hat die jetzt hier eine Furzwolke? Remove shield. Reduces damage taken by however much shield you have. Okay. Aber es ist ja schon ein bisschen witzig, dass sie einfach zu fett ist, dass man... Okay. So, rein prinzipiell sollte ich mich jetzt um diesen einen Boy kümmern, weil der wird mir vermutlich am bedrohlichsten. Ja, die Shield-Sachen will ich eigentlich gar nicht so sehr einsetzen auf den. Es sieht so gut aus, wie hier dieses kleine Viech da unten jetzt sitzt, mit der MP5 im Anschlag, so. Ein kleines, knuffiges RPG-Monster, MP5. Lock and loaded. Einfach zu gut. Oh Mann, ey. So. Aber dieses Geräusch. Pikachu! Oh, so gut. So. Ja, komm hier. Du darfst hier. Ja, der darf alles mal irgendwie schielen. Aber I do not care. I love it. So. So. Du darfst jetzt. Also rein prinzipiell ist es auch gar nicht so schlimm mit dem Poison-Fuzzi. Genau, aber bist du einfach auch hier drauf weiter. Oh bam! Der Combo-Dings hat angeschlagen. しても遅いわよ。
So, und das Problem ist jetzt. Vielleicht ein bisschen Shield. Oh ja, die gute da. Will uns ein bisschen mehr Schaden machen, als ich das irgendwie eigentlich gutheißen mag. Ja. Das hat wehgetan. Ja gut, das nächste macht sie ihren Power-Up, was so für mich auch wieder egal ist. Einfach weil wegen geht halt. Genau, das Discard verwenden wir beim nächsten Mal, weil sie ist ja hier die, die wir jetzt wegwerfen können und dann 10 Dings für bekommen. Dann machen wir jetzt hier mal den Combo-Dings drauf. Und dann dürfen wir sie hier drauf werfen. Heart Explosion. Wir werfen hier weg. 10 Schild, 10 Rüstung dafür bekommen. Sehr nice. Gamehunter, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen. Wie geht's dir denn? Was können wir noch machen? Wir kriegen jetzt hier nochmal. Ah, ich glaube, es ist tatsächlich witzlos, ein Schild bei ihr zu herzukommen. Schauen wir mal, dass wir den Kombo links hochdrehen. Und mit vielleicht recht günstigen Karten unseren Burst auch hochdrehen. Das wäre, glaube ich, mal eine sinnvolle, sinnvolle Version. Ah, wir haben leider jetzt keinen Wegwerfen mehr, ne? So, nochmal, also na, jetzt vermutlich irgendwann mal die Werbung nochmal durch gewesen sein wird, sage ich jetzt auch nochmal unherzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, Gamerblur, für deinen Raid. Wie geht's dir denn? Mein lieber, lieber. So, jetzt ist irgendwie gleich der Bosskampf auch vorbei. Jetzt bin ich sehr, sehr günstig. Die Seals zweimal draufhauen. Dann darf er draufhauen und wieder sie hier wegwerfen. Und weil geht, darf sie jetzt auch nochmal Finisher machen. Für Leute, die mich noch nicht kennen, hallo, mein Name ist Gerun. Wir spielen hier gerade Super Bullet Break. Die Entwickler haben mir netterweise einen Key dafür zur Verfügung gestellt. Und es ist ein cooles Taktik, also Rundentaktik-Spiel mit so ein bisschen auch so einem Zeitmanagement. Weil, na, ihr seht ja oben die Leiste. Und jeder von diesen Streifen ist quasi eine Zeiteinheit, eine Runde. Und die Gegner kommen dann teilweise in 8, in 12, in 35 Runden dran. Und die blauen Kreise, die jetzt zum Beispiel auch so eigentlich direkt hier seht zum Beispiel, das ist jetzt irgendwie von dem Charakter, den wir gerade ausgewählt haben, die Runden kosten. Ne? Also wenn wir jetzt sie spielen, dann kostet das 8 Runden. Und dann sind wir da, wo dann der helle Streifen aufhört. Und wenn in dem Bereich der Gegner rankommt, ist danach der Gegner dran.
Wenn nicht, dann können wir nochmal spielen. Und das eröffnet dann tatsächlich ein paar Möglichkeiten, wie wir Kombos herstellen etc. Und da das irgendwie versucht sozusagen ein Spiel zu sein, wo wir so Metaplay machen, von wegen, dass wir in einem Game sind, dass... Also in dem Game sind Spiele kaputt und wir müssen die Spiele reparieren. Und deswegen haben wir Zugriff auf alle Charaktere aus den verschiedenen Welten. Haben wir auch verschiedene Gameplay-Mechaniken, die wir miteinander kombinieren können. Deswegen zum Beispiel bei dem Combo-Ding, da unten, also da unten jetzt hier, da sind jetzt zum Beispiel Noten, weil das ist eine Mechanik aus dem Rhythmusspiel. Und dieses Herz mit der Heart-Explosion, das ist aus dem Dating-Game. Und so gibt es verschiedene Sachen, die man da kombinieren kann. Und das ist eigentlich ziemlich witzig, was eine sehr, sehr besondere Kombination ergibt. Es ist ein bisschen Fanservice-y, das muss man wissen. Das heißt, vielleicht nicht irgendwie neben dem Großvater oder der Großmutter mit dem schwachen Herz spielen, sondern nur, wenn die Bock drauf haben. Aber ja, genau. Es ist auf jeden Fall ziemlich witzig und tatsächlich sehr viel taktischer, als ich gedacht habe und als ich für möglich gehalten habe. Also ich war auch sehr, sehr überrascht und zwar sehr, sehr positiv überrascht. So. Auch wenn irgendwie nicht mein Tag heute ist. Das kenne ich leider. Ich hatte das jetzt in letzter Zeit öfter. Vorletzte Woche irgendwie, glaube ich, Montag oder Mittwoch, da war einfach auch mir gar nicht nach Stream, deswegen habe ich dann auch nicht gestreamt. Da ging es mir einfach nicht gut. Da hat dann Kopf gesagt, so, heute ist alles Arsch. Und dann war halt alles Mist. Genau. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Raid und genau, was habt ihr denn schönes Code gespielt? Wie gesagt, wir stehen hier gerade Super Bullet Break vor. Genau, und am Wochenende hatte ich außerdem gerade die Nachwirkungen meiner vierten Impfung zu verarbeiten. Ich verarbeite auch jetzt noch. Es ist tatsächlich ein bisschen anstrengend und ja, deswegen habe ich am Freitag nicht gestreamt, weil da war ich einfach im Fieberwahn, lag ich im Bett und meine Freundin hat mich nicht verstanden, ich habe mich am Ende nicht verstanden, also ich habe mich währenddessen nicht verstanden und ich habe mich danach anschließend, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, ich dachte so, wenn ich wieder kein Fieber habe und wieder normal denken kann, dann ergibt das bestimmt alles Sinn und dann erkläre ich ihr das. Und dann hat sich mein Fieber gesenkt und ich konnte wieder normal denken. Ich habe über die Sachen nachgedacht und ich konnte sie nicht erklären. Und ich verstehe einfach, dass sie nebendran saß und dachte so, okay, alles gut, es wird schon, ich liebe dich trotzdem. Ich habe wenig Vorgangs gespielt, am Ende habe ich fix meine Fortnite-Runden noch gemacht mit den Dailies. Ach ja. Na gut, dann hoffe ich, dass es Spaß gemacht hatte. Aber was sagen denn deine Leute? Hat er gut gemacht oder fandet ihr so eher, boah, muss er noch mal mehr üben? So, genau, und am Ende von jedem Kampf, ne, wir haben jetzt hier den Bosskampf der Map, kriegen wir eine Auswahl aus drei Figuren. In diesem Fall dürfen wir jetzt drei Varianten von dem Boss auswählen. Hier zum Beispiel gegen King Ducholi, Attack 5 times. Aha, mit dem, genau, und ihr seht unten, also die oberen Werte bleiben eigentlich immer gleich. Der untere Teil von dem Ding, also dieses Captivating Crystals, das hier einmal hier das Legendary Passive, Gain 5 Armor at the Start of the Combat, Gain 5, oder hier das andere Passive, Gain 5 Armor at the Start of the Combat, oder hier das andere legendäre Passive, if you have 12 or more Monochrome Bullets in your magazine, inflict 3 Delay on all enemies at the start of your turn. Das ist auch spannend. Start of the Combat. Das ist häufiger. Also immer bei jedem Runden. Ich würde tatsächlich das hier nehmen. Scheint mir krasser zu sein. So. Ach ja, genau. Damit ihr nochmal die große Ansicht von ihr seht. So sieht sie aus. Weiß gar nicht. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Ne, es gibt keine Möglichkeit, nur den Screen zu sehen von ihr. Also nur die Animation. Man muss auch immer alle Informationen bekommen. So. Vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwie im Hauptmenü irgendwie die Möglichkeit. Aha, eine vermutlich 300 Jahre alte Tsundere-Loli. Please, Twitch, do not ban my account. That would be fantastic. Please, I beg of you. I really like streaming here.
Please do not kill my account. Poor looking Shelly has been overthrown. She's free from the modding. That was so tense. It was way stronger than the pawn should be. It seems that although her character background would modify her power state the same, we're basically fighting the final boss. Hello? Charlie? Are you well? Shut up. Huh? Ray Lopez? Are you here? What a relief, she's herself again. Is she? I don't see that much change. I guess only Roy can tell the difference. Anyway, let's tell King Charlie what happened. I see. So the one to blame for all this is the singular lady. Yes. And about where she went. Is that throne room? Really? Indeed, she turned me into a pawn and took the king's throne. See, we should go there then. I'm coming as well. Yeah? My guard was a bit down, but taking a king's throne is an impressive feat regardless. He deserves a fitting reward, don't you think so? I mean, I cannot tolerate those who sound as order into the world without reason, that is all. They're stuck up as always. Anyway, we're coming with you. You better not hold me back. Here in the Black King are working together. This makes me all fired up. Ja. Genau. Sie jetzt hier, ihr denkt euch so, die alle anderen sehen so Magical, RPG oder sonst irgendwie aus. Und das hier in dem Bildschirm, das sind wir. Also quasi, wir sind in einer Switch drin und die Cam filmt uns aus dem Bildschirm raus, wie wir es schon in ganz vielen Animes gesehen haben. In der Küche gehe ich auch heute bei Zahn ins Bett. Lass dir schmecken, was auch immer es gibt. So. Oh, und wieder zurück. Ach, Bu. Ach, Bu. So, jetzt ist die Frage. Oh, es ist tatsächlich ganz cool, dass wir hier planen können, wo wir lang gehen. Weil ich glaube, ich würde noch gerne ein paar 3-Sterne-Fights mitnehmen. 3-Sterne-Fights sind nämlich immer ganz praktisch, weil die geben dann. Dein Essen ist gleich fertig. Post gerne Bilder im Discord, wenn du magst. Bin schon gespannt, wie es aussieht. Und was für einen Fisch hast du dann? So einen Seelachs. Ein Seelachs, der gar kein Lachs ist. Oder so ein General Tilapia. So, dann würde ich sagen, gehen wir zu diesem Knoten, weil danach kommen wir zum Dreierknoten, 3-Sterne-Knoten. Wir kriegen bessere Charaktere wieder mal. Oh. Ich weiß schon, wie ich bin. So. Einmal das hier und natürlich. So. Hatte noch irgendwer Fragen? So. Okay. Transforms. Aha. Spannend. Io. Okay. Ich weiß schon, wer sterben muss. Das war du hier.
So, Königin hat gesprochen. Nein. Die König? Weil King Chicholi ist definitiv. Oder ist zumindest sehr weiblich lesbar, sagen wir mal. Und die Königin hat ja dann nachgesprochen. Das Problem ist halt, im Englischen geht das. Aber King und Queen zu sagen für King und Queen, ohne das, weil das ist einfach. Der König kann halt nur männlich sein, weil der König. Im Englischen. Die Königin kann im Englischen auch nur die Königin sein, weil King ist King und Queen ist Queen. Das heißt, egal. Also, denn vom Namen her zumindest. Egal was, also der Titel erhält her. Egal was dann tatsächlich das Geschlecht von der Person sein müsste. Und hier geht das nicht. Im Deutschen geht das nicht. Das ist ja doof. So ein Mist. So. Wir haben hier Lanterra. Every card is card of this turn. Das machen wir nicht so viel. Spicy Circle wäre aber praktisch. Arasenya. Okay. A modest girl. Yes, that's what I thought. But she's popular among the other idols. Legendary active. By the way, Kosten minus 2. Heißt das eigentlich, dass die Kosten, also die von allen? Kann das, heißt das? Oder ist es einfach nur ein, ihre Kosten sind günstig, also verringert? Ich glaube, wir müssen das mal testen. Weil, ne, hier steht ja 6 dran und hier steht 6 dran. Das heißt, beide kosten eigentlich 6 Punkte. Aber, wenn jetzt sie, weil der, also, ne, deswegen, wir werden jetzt aber sie mal nehmen, weil das ist, ja, okay. Wenn jetzt anschließend sie weiterhin irgendwie 6 kostet und wir zum Beispiel merken, dass zum Beispiel jetzt irgendwie die ganzen anderen Charaktere günstiger sind, wäre es halt stark. Ne? Fluffy Butter zum, Fluffy Buffer zum Beispiel kostet jetzt irgendwie 4. Schauen, ob es immer noch so ist. Genau, dann gehen wir jetzt hier mal zu dem Dreierkampf und danach zu dem Resting Spawn, was tatsächlich sehr, sehr, sehr praktisch sein wird, weil wir sind immer noch bei 60 von 112 HP. So. Also. Okay, ich würde sagen, wir fokussieren uns auf den hier. Oder wir nehmen sie hier und hauen allen mal 50 Schaden rein. How about it? How about it? Das fand ich jetzt eigentlich ganz sinnvoll. So. Hat irgendwer schon mal so erwähnt, dass irgendwie so Fähigkeiten so langsam ein bisschen imbar werden? Ja.
Das ist halt richtig stark. Wir haben halt die Fähigkeit, durch das Nutzen von einem einen Charakter kriegt der nächste Monochrome-Charakter plus 5 Schaden. Und wir haben manche Charakter, die haben die haben halt so einen Mehrfach-Attacken. Wir haben einen Charakter, der kann zweimal attacken. Die Roy. Und wir haben jetzt diese Königin, die halt fünfmal angreift. Und das heißt, die greift fünfmal mit demselben Angriffswert an. Also normalerweise irgendwie, glaube ich, 3. Und je nachdem, wie viele davor vor ihr kamen, halt bis zu, ich glaube, 5 mehr. Das heißt, bis zu 8. Und wir hatten irgendwie anscheinend schon 2, 3 vorher. Das heißt, die war bei 5, haben ihr plus 5 gegeben. Und dann konnte sie einfach mal 5x10 Schaden machen. Das war schon stark. Und wir sehen hier außerdem ganz unten den Charakter, den wir gerade geholt haben, der kostet jetzt nur noch 4. Das heißt, dieser Legendary Passive von der Kosten, das hat sich nur auf diesen einen Charakter bezogen, was ein bisschen schade ist, weil es wäre auch ein bisschen krass stark, wenn das auf alle wäre. Okay. Wir könnten jetzt nochmal so eine Schild-Dings da dazu holen. Eine Schild-Might quasi. Gain a Moonmark. Fact Exclusion, was? Moonmark, ich schaue mir Grave Cover. Oh. Das ist natürlich auch stark, je öfter wir uns heilen. Also das hier, das wäre richtig cool. Cargo jetzt, genau. Wenn wir wenn wir so ein Bild hätten. Je öfter wir uns heilen, hat da irgendwer nach Sailor Moon gerufen und dieses Band verdeckt ihre Nippel. Dieser kleine Streifen? I have doubts. Oh no. Egal. Ich meine. So, sie würde außerdem anscheinend immer 10 Schaden machen, was da ziemlich krass ist. Oh ja. Oh ja. Stage Princess, Mystic Dreamer, Fickle Japanese Star. A shrewd lunar princess. She has a lot of devoted fans due to a well thought of out fan service. But this often leads to various unwanted love confessions. She loves being wanted, and high personality standard and flirty attitude are used to great effect in order to make people want her even more. Ja, irgendwie das klingt grob nach der Serie Sailor Moon. So. Okay. Elka Kawasumi in der Festive Edition. Flotion plus 50. Gibt das Karte 54? Oh, okay, wir müssen. Okay, das hört sich tatsächlich richtig gut an. Also, initial werden wir immer eine Karte mehr haben. Und, krass ist, wenn wir sie ständig einsetzen, dann wird sie nicht excluded. Das heißt, wir können, wenn wir versuchen, sie regelmäßig einzusetzen, und sie ist recht günstig mit 4, also 4 Rundenkosten, hallo, dann da kriegen wir Hearthblush plus 50. Das ist halt schon stark. Ah, ist hier ein tragic character. So, genau, für die Leute, die es noch nicht kennen, das hier ist Super Bullet Break. Ich habe ganz vergessen, den Link zum Spiel in den Chat reinzuwerfen, tatsächlich. Normalerweise vergesse ich das ja nicht. Aber ja, so ist halt. Und das ist. Ich weiß gar nicht mehr, von wo ich das habe eigentlich. Das habe ich doch nicht von hier. Hier. Wie hat mir der Entwickler das hier zugespielt? Und soll ich da eigentlich einen personalisierten Link? So, da war das. Ja, okay. Da muss ich da. Ah ja. Aha.
Habe ich da einen Link? Link, den ich euch schicken kann dazu? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Loop, loop, loop. Nö. Das heißt, ich schicke euch einfach den generellen Link. Warte mal. Ist das überhaupt auf Steam? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Es gibt sogar Fumble. Also ich spiele es ja gerade auf der Switch. Naja. So. Okay. Ja. Gibt's aber auch auf Steam, was er sagt so, boah, ich glaube, das will ich dann doch nicht in der Bahn, wenn mir jemand über die Schulter schauen könnte, spielen. Was ich verstehen kann. Aber ja. Genau, und da es ja mittlerweile Steam Deck gibt, ist ja auch das da trotzdem weiter eine Möglichkeit umzutragen. Wer von euch hat denn jetzt eigentlich ein Steam Deck schon? Ich bin auf jeden Fall ein wenig neidisch. Ich hätte nämlich auch gerne ein Steam Deck. So, wieder so ein Dreierfight. Ja, eigentlich. Mein großes Leben. Ja, will ich tatsächlich schauen, dass ich den hier als LS kille. Ein bisschen schade ist, dass ich. Dass ich hier nicht ganz. Okay. Weil dieses Viech hier hat ja noch besondere Fähigkeiten. Aber ich sehe sie halt gerade nicht. Das ist das, was ich schade finde. Okay, also langsam muss ich. Warte, du hast noch 15 Leben. Das heißt, wenn ich jetzt mit. Also hier kann ich die 23 reinhauen. Das wäre zu wenig. Aber ich könnte. Achso, warte mal. Ach, das ist dummerweise immer noch 4. Okay, dann machen wir es aber so. Okay, der bekommt das Poison bekommt er erst am Anfang der Runde. Mist. Okay.
Das war ein sinnvoller Einsatz. Das Ding ist, wir könnten jetzt... wir können jetzt wieder 50 Lieben vernichten. Indem wir... Wir können das finishen. Ah, shit, ne. Ah, da hab ich mich genau verzählt. Mist. Damit müssen wir jetzt erstmal unsere Rüstung hier holen für den Dissos Isiotos. How about this? Und dummerweise haben wir jetzt nicht genügend Heil-Items. Weil das hat uns schon richtig viel Leben gekostet, dass ich mich da hart verzählt habe. Ich hätte irgendwie 50 Schaden abhalten können, wenn ich nicht komplett gesagt hätte, ich will das jetzt in einem Zug beenden. Dammit. Summary Goldfish, what the hell? Was ist denn? Vielleicht haben sie noch nicht mal eine Animation eingebaut. Traurig. Und er macht 20 Schaden. Wow. Okay. Was? Oh, Kalmir als Charakter für uns. Okay. Lost for set amount of turns. HP will be set to zero at the end of this effect. Doesn't affect bosses. Das heißt, sie kann einmal einen Charakter komplett rausnehmen. Yes, I will take this. I will take her. She's great. Frage ist nur, wie lange halten wir jetzt noch durch? Sie ist ein bisschen schnell. Ein bisschen? Jetzt ein kleines bisschen. Ich will mit dir zusammen sein und mit niemandem anderen. Okay. Ja, das heißt, wir müssen jetzt aufpassen. Okay. She'll use her fairy dance to grow my possessions. Ist okay. So, ich meine, wir haben jetzt noch diese Scout-Karte übrig, ne? Komm, das ist mir aber ein. First Trade Devil?
I have no idea. Mal schauen, was wir finden. Mallet. After you attack, gain it. It's a live Bernstein effect. Okay. So, jetzt brauchen wir definitiv hier die gute Rest. Ordentlich Punkte. Ja, komm, wir nehmen den schwachen Fight mit. Okay. Oh, 17 Schaden. Das war. Daran sieht man halt, was halt so ein. Was der Unterschied zwischen einem 1-Stern- und 2-Stern- und 3-Sterne-Feind ist. Das war sehr viel schneller durch. Rinko. Hirayuki. Auf der Attack gained a 7. Super Guards Effect. What? Changes base damage of poison from 3 to 5%. Oh, that is fantastic. Das ist ja richtig gut. Ich glaube, ich weiß, wen ich nehmen will. Ich glaube, ich weiß auch, wen ich auf die Reise mitnehmen, was? Hm. Oh, sie heißt Luli. Ja, steht gar nicht dran, wie alt sie ist, aber es ist ein Glasses Girl. Oh Gott. Also manche Ecken von diesem Spiel sind ja schon so ein Why-Game. Why? Why do you make it so hard for me? No, why... Gut, dass hier gerade keiner sitzt, da hier sitzt ein Zuschauer oder so ähnlich. Naja, ja, youngest of the group. Ja, Nombres ist Nomen ist oder so. Okay, aber wir nehmen sie hier, weil sie Giftschaden von 3 auf 5% erhöht, was halt ziemlich geil ist. Witzig ist, ist dieses Schneewittchen-Ding, ne? Mit dem Apfel und ich glaube irgendwas auch Seven Guards. Genau, Seven Super Guards. Das sind natürlich diese Zwerge. Ach ja. Das ist ja durchaus witzig, wo sich manche Spiele, also wie Inspiration von Spielen manchmal funktioniert. War schon durchaus witzig. So, nehmen wir jetzt nochmal so einen Dreier-Fight mit. Das könnte halt unser Ende sein. Sind wir greedy? Greedy, ne? Mal fighten. Ja, eventuell müssen wir mal. Sind greedy. Ein Dreier-Fight mit. Okay. Wir oh, what? Witzig. Können wir damit zwei raushauen?
Yes, we can. Also Mist. Die hier sollten wir eventuell trotzdem nicht erlauben, im Leben zu bleiben. Also unser eigenes Ziel muss eigentlich nur der sein, den, der diese Runde noch zu killen. Und alles andere ist eigentlich egal. So, hat sich geheilt. Also rein prinzipiell können wir das jetzt tatsächlich etwas cheesen. Genau, das können wir eigentlich mal etwas testen. Können wir daneben angreifen? Nee, nein, wir können nicht daneben angreifen. Das ist etwas ungünstig. Okay, wir finden leider keinen Heilen mehr. Aber gut. Wir haben 5 HP geheilt für den ganzen Fight. So, Shannon. Applies 1 Delay. Gain 12 Shield. 12 Shield ist halt schon gut. Also vor allem dafür, dass sie währenddessen noch Schaden macht. Malette hatten wir ja schon. Das stackt der? Ich weiß nicht, ob der stacken kann. Okay, warte mal. Sie ist ja wirklich stark, was? Heal 7 times, gain 2 antibodies? Sleepy seeing you, he keeps looking for a comfiest place to nap. Can relate. As it happens, the player's lap seems to be the comfiest pillows of all. Whenever she gets a chance, she'll take a nap on the player. Okay. Also ihre Passive ist halt ziemlich stark. Ich glaube, ich würde tatsächlich sie hier nehmen, als weil ihre Passive ist stark. Ihre Passive ist halt super gut, einmal 5 Schild pro Rundenanfang. Und
dass man halt, dass sie halt siebenmal heilt. Das kann ich ganz gut brauchen. Ich muss ja sagen, eine der coolen Sachen so an so Beziehungsstuff oder halt Zeiten mit Partnerwesen ist auch einfach gemeinsam nappen, gemeinsam Nickerchen halten, kuscheln. Definitiv auch eine der schöneren Aktivitäten, die man so miteinander machen kann. Angela, so, you should just be ahead. Alright, we're going in. We're supposed to be on a mission. Those who leave their post to walk around like this needs a lesson about loyalty. Not me. Director's orders. Crushing her and forcing her to speak. Won't that be fun? Lots of things I want to ask her, but it looks like we have to beat her first. Are you all ready? Es ist manchmal schwierig, diese Kombination aus. Es gibt kein Voice Acting, es gibt auch Voice Acting. So, okay. Erstmal das Passiv dazu holen. Das halt jetzt ein bisschen witzlos, weil. Ja. Ich glaube. Hier, aber diese Explosion auf 50 hoch. Komm, wir hauen sie einfach mal raus, weil sie ihn geht halt. Dann haben wir sie hier. Und weil wegen geht auch noch die Poison. Wir gehen jetzt leider ein bisschen viel Leben. Das fehlt mir gar nicht, weil wir keine Rüstungskarten jetzt hatten. Oh, Gaming Galaxy. Vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hallo, hallo. So, komm, heil uns mal ein bisschen. Oh, wait. Hier 7 war 7. Well, that was stupid. Sehr gerne, geht's dir? Gut geht's dir, das freut mich schnell zu hören. Was gab's denn bei euch heute Schönes? Like, seriously, habe ich das gerade so falsch verstanden? Nee, da steht doch Heal 7 times. Ah, vielleicht hieß. Okay. Bloodhunt. Was ganz, ganz anderes. Genau, also falls ihr das hier noch nicht kennt, oder falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Geruno, ich bin Ultra-Variety-Streamer, das heißt, ich versuche, also mein Ziel ist es, so viele Indie-Games wie möglich euch vorzustellen. In den letzten 5 Jahren habe ich das mit über 900 Spielen mittlerweile eigentlich ganz gut geschafft. Mein Ziel ist definitiv irgendwie die 1000 demnächst zu treffen, zu schaffen. Und wir sind gerade, warte, lass mich doch mal kurz schauen, wie weit sind wir denn eigentlich? Wie weit ist es denn noch? Ja, wenn ich es auch noch richtig geschrieben hätte, dann hätten wir vielleicht auch die richtige Webseite gefunden, wo ich euch das kurz sagen kann. Nee, das ist die falsche. Habe ich gut gemacht. Hier. Es sind noch 84 Spiele, die ich euch hier vorstellen müsste, damit wir bei den 1000 angekommen sind. Nee, durchspielen würde ich nicht hinkriegen, aber vorstellen. Das heißt, ich gebe euch irgendwie grob ein Plan, was, also ein Eindruck, was geht im Spiel, was kann das Spiel,
ist der Ersteindruck, den man so bekommt, so, ja, okay, sinnvoll, ne? Also der Ersteindruck, den man so bekommt von 3 Sekunden auf eine Website, auf die Steam Store Page schauen, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel hier 3 Sekunden auf die Steam Store Page von Super Bullet Break schaut, dann denkt ihr euch so, okay, irgendein Fanservice-Game mit nichts dahinter. Aber ich habe es mir angeschaut, also ich habe einen Key bekommen, habe den Entwicklern gesagt, so, hey, hier, magst du es nicht mehr vorstellen? Und dann habe ich mir das angeschaut und dachte so, oh ja, eigentlich ist es ganz cool, weil es ist ein Deckbuilding-rundenbasiertes Spiel. Ne? Ihr seht es oben, die Timeline, ne? Da oben, hier das sitzt. Da ungefähr ist ja jetzt so das Profilbild von unserem Boss-Charakter, den wir gerade bekämpfen, da steht 11. Das heißt, in 11 Runden ist sie dran und kann jetzt ihre Attacke einsetzen. Das heißt, sie macht jetzt 18 Schaden. So. Der Charakter, den ich jetzt hier gerade im Fokus habe, der kostet uns 5 Runden. Sie hier kostet 20, sie hier kostet 8. Na, ihr seht dann, wie dann entsprechend oben das Ding wechselt. Und das heißt, wenn ich es gut mache, kann ich mit meinen Charakteren sehr viel öfter und früher angreifen, als sie es kann. So. Jetzt gibt es verschiedene Mechaniken. Hier zum Beispiel haben wir diese Burst-Mechanik. Das heißt, je öfter irgendwie Charaktere vorher angreifen, das heißt, je öfter vorher vorbereitet wird, desto höher steigt die Angriffskraft. Das heißt, sie macht eigentlich, glaube ich, irgendwie 3er Schaden. Wenn jetzt aber, glaube ich, bis zu 7 vor ihr angegriffen haben, dann kommt sie, oder nee, glaube 5, dann kommt sie auf 8. Und wenn wir jetzt ihr nochmal über eine Fähigkeit, zum Beispiel, ich glaube, sie hat das hier, plus 5 Attack Power einfach so geben, dann hat sie dann plötzlich, keine Ahnung, bis zu 13. Jetzt 13 Schaden ist jetzt nicht so viel, wenn wir uns anschauen, dass sie einen Lebensbalken von 533 hat und dass die hier 20 Runden kostet. Ja, aber sie hier greift 5-mal an mit demselben Attack Rate. Das heißt, 5-mal eben die 13 wären halt dann auch wieder 65 Schaden. Easy. Genau, also von daher doch ziemlich cool, hat viele verschiedene Systeme und da das so ein Spiel ist, wo wir spielen eine Gamerin, die jetzt von einem Charakter in ihrer Switch plötzlich gesagt wird, hey, irgendwie die ganzen Spiele, die hier sind korruptiert, weil irgendeine AI in deine Switch eingedrungen ist und du müsst jetzt alles retten. Und nach schalten wir dann die Spiele frei. Das heißt, wir haben aus irgendwie 8 Universen irgendwie verschiedenste Charaktere, weswegen wir ganz viele verschiedene Charakter-Designs und irgendwie Gameplay-Mechaniken haben. Deswegen diese Noten um das Combo unten. Ne? Also hier unten ist ja so mein Porträt, da ist so ein Combo-Balken mit irgendwie Noten, was nicht so wirklich Sinn ergibt, weil wir gerade irgendwie so einem Deckbuilding-Spiel spielen und kein Rhythmus-Game haben. Aber genau, wir haben Charaktere aus dem Rhythmus-Game dabei, deswegen bildet sich ein Combo-Balken. Wir haben außerdem so eine Herzbombe unten, da unten. Ist immer so verwirrend, weil Camera ist ja hier, das ist meine linke Hand und wenn ich nach da unten links im Bildschirm zeigen will, zeige ich für euch nach unten rechts im Bildschirm. Ich weiß nicht. Gaming, passiert dir das auch ständig? Genau, also es ist ein richtig cooles Taktikspiel, Rundentaktikspiel mit ein bisschen Fanservice, klaro. Aber ich finde es ziemlich geil. Also ich habe echt Spaß daran. Wir haben das jetzt schon seit 2 Stunden oder so spielen wir das jetzt schon. Und das ziemlich durchgehend. Ich spiele auch meistens an, finde die dann zwar gut, aber ich spiele sie dann noch nicht durch. Also, ich bin dann ganz oft schon so bei Spielen da gewesen, wo ich dachte, oh, ich würde es gerne durchspielen. Ich habe so viele tolle Spiele in meiner Library, die ich nicht durchspiele, weil ich einfach keine Zeit für habe. Keine Ahnung. Das ist wirklich, wirklich schade. So Warhammer, hier das mit dem Chaos Gate, Demon Hunters, richtig cooles Rundentaktikspiel, Top-Down, oder ist ja ISO, ne? Auf so Kacheln im Warhammer 40k-Universum. So cool. Habe ich auch einen Key bekommen. Konnte ich nicht weiterspielen, weil wir haben hier keine Zeit. Die After Sunset, witziges Wave Defender. Tiny Tina's Wonderlands wurde mir auch gegeben. Ich habe jetzt irgendwie Rising Lords auch. Raft machen wir gerade freitags immer. Going with Evil habe ich vor Ewigkeiten bekommen. Spiele ich gerade wieder ein bisschen in meiner privaten Zeit. Riftbreaker wird jetzt demnächst auch wieder mal hier gezeigt, weil da habe ich auch einen Key bekommen endlich. Also Sachen. Aber so viele Spiele, die ich habe, die wirklich viel zu wenig Zeit von mir bekommen und es ist so traurig. Like, damn.
Genau. Und genau, das ist alles ihr eigenes Universum, soweit ich das jetzt verstanden habe. Von daher ist es quasi ein Crossover-Game. Es ist ein Fake-Crossover-Game. Oder ja. So kommt letztes Ende, stelle ich mir auch immer so Vorspiele, auf die ich immer. Ich freue mich, dann bin ich schon durch. Ja. Ja, ich muss auch zugeben, jetzt habe ich einfach am Wochenende mal Far Cry 5 mal endlich durchgespielt. Das ist halt auch kein Spiel, das ich halt im Stream spiele, sondern halt offline. Ich auch gemerkt habe, Far Cry ist einfach zu groß, dass ich das irgendwie sinnvoll durchspiele. Also ich meine, klaro, ich habe jetzt irgendwie 4 Tage gebraucht, aber wenn ich das jetzt auf Streams verteilen würde, meine Fresse. Wenn ich jetzt einfach nur sage, ich habe jetzt irgendwie an den Tagen 8 Stunden, lass mal sein. Das heißt 4 mal 8, sind wir bei 32. 32 mal 1,5, weil ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich irgendwie streame, spiele ich irgendwie, braucht es mich irgendwie so grob 1,5 mal so lang, wie wenn ich das normal gespielt hätte. Also wenn ich die Fresse gehalten hätte, wenn ich einfach ein Spiel gemacht hätte, wenn ich nicht irgendwie mit euch geredet hätte. Was mir aber total viel Spaß macht, was ich deswegen nicht rausstreichen will. Das heißt, dann sind wir hier, keine Ahnung, schon bei irgendwie 46 Stunden. Und wenn wir das jetzt irgendwie nur freitags für 3 Stunden machen, dann sind wir da echt eine ganze Weile unterwegs. Dann sind wir da wirklich, dann sind wir mehrere Wochen und Monate da wieder dran. Genau, dafür sind Streams da. Ich meine, wenn ich mit euch nicht reden will, da kann ich YouTube-Content machen. YouTube-Content auch cool. Kein Disc in YouTube-Content. Ich habe richtig viel Spaß an Videobearbeitung und einfach so ein Videoerlebnis erschaffen für euch. Deswegen freue ich mich jetzt auch schon jetzt auf die Gamescom, wo wir wieder Interviews aufnehmen werden und ich dann Videos für euch cutten darf. Wird übel viel Arbeit. Wird richtig viel, direkt viel Arbeit. Und ich werde euch abstimmen lassen, welches Video ihr zuerst sehen wollt. Also, weil es wird passieren, wir kommen von der Gamescom zurück. Ich werde alles im Material sichten. Ich werde alle Spiele aufschreiben, die wir, also wo wir Interviews gemacht haben. Und ihr dürft dann vermutlich im Discord einfach abstimmen, welches Spiel wollt ihr als erstes als Interview sehen. Und dann schaue ich, dass ich da irgendwie versuche, das abzuarbeiten. Aber ja, ich freue mich schon richtig auf die Gamescom. Ich habe auch schon ein paar coole Interviews da, ein paar unbekannte Spiele. Ich darf natürlich nicht sagen, von wem, aber ich meine, obviously, irgendwelche Leute werden irgendwas ankündigen, deswegen kann ich sagen, ich habe unbekannte Spiele als Interviewpartner. Und das ist doch cool. Ich kann euch während oder nach der Gamescom von irgendwelchen neuen Spielen erzählen, die es noch gar nicht angekündigt gab. Und die könnt ihr hier bei mir, auch wenn der Kanal so klein ist, erfahren. Darauf muss ich sagen, bin ich unendlich stolz, dass ich über die 5 Jahre mittlerweile doch eben mit euch eben eine Relevanz geschaffen habe, dass ich jetzt sagen kann, hey, ich bin Presse quasi und ich darf Interviews buchen. Das ist halt schon mega. So, aber machen wir hier mal die Kleine fertig. Die braucht ordentlich auf die Fresse. Jetzt ist die Frage nur, wie machen wir das? Ja, wir könnten... Ja, die spawnt ja niemand, von daher können wir sie hier einsetzen. Wir könnten mal kurz ein bisschen Heil drauf geben auf uns. Ja, wir können. Ja, wir haben das hier. So, jetzt, ne, wir haben es ja davon gehabt, dass sie hier jetzt 5-mal angreifen kann. Attack! So. Also, was waren 5x12? 60 Schaden? Nice. So, genau, wir sollten definitiv mit mehr Schild arbeiten. Okay, wir haben jetzt unsere Dings bekommen. So. Ja, wir pumpen halt gerade hauptsächlich. Oh, wir haben jetzt endlich mal unsere hier.
Ja, die 7 Super Guards erhöhen unseren Giftfaktor damit. Das ist sehr, sehr stark. Eigentlich brauche ich jetzt aber mal unseren Charakter, der... Oh, 70 Schaden? We gonna die, Mister? Oh yeah. We gonna die. Ungünstig. Ja, das Problem ist, sie hier gibt uns zwar schon Rüstung, aber die kriegen wir nur, wenn wir ihre Karte, also die Karte, die wir, also sie, halt verwerfen. Aber unser Charakter, der gerade Karten verwerfen kann, der ist nicht da. Which is rather upsetting, you know. Quite upsetting. Heilen. Press hinterher. Schaden raushauen. Autsch. Oh, damn it. So, jetzt dürfen wir endlich unseren... Oh, wait. Die heilt sich nur. Das heißt, es ist komplett witzlos, wenn wir jetzt mit unser Schild hochdrehen. Weil das Ding ist, Rüstung behalten wir, Schild nicht. Das heißt, wenn wir uns jetzt das geben würden, wäre es total witzlos. Das heißt, wir geben ihr jetzt erstmal Gift. Ja. 63 hat die sich geheilt, die dumme Kuh. Ich hasse dich. Like, seriously. Was soll das denn? Okay, hier. Yeah. Obwohl, wir haben jetzt gerade 26 Rüstung. Also... Schild. Das heißt, wir können das echt überleben. Den nächsten Angriff. Es ist nur halt so ein... Das ist schon ein bisschen arg. Mir ist sogar noch 12 Rüstung übrig. Also, ey. Das ist ein bisschen arg close. Okay, lass mal irgendwie heilen. So. Wir sind. Oh, wait. We have. Use item. Ah, gut. Das heißt, wir haben jetzt 28. Brauchen nur noch 8 Schild. Und dann sterben wir nicht. And we may fight another round. Wow. Okay, wir kriegen nochmal Gift. Damn. Oh
Okay, wir haben uns 7 geheilt. Das ist quasi, als hätten wir uns 8 Rüstungen geholt oder so. Ah. We gonna die. Noch eine Karte ziehen. Ja, ach, wir brauchen noch ein. Come on, wir brauchen noch ein Leben, damit wir das irgendwie. Weil wir sind jetzt bei 28. Ach nee, warte, wir sind doch wieder. Also wir überleben das. 28. Wir haben 19 Leben, das heißt, wir sind bei 47. Okay. Das heißt, wir überleben das. At least something, I guess. Okay, dann lass doch nochmal irgendwie hier angreifen. Wir könnten noch mehr Rüstung holen. Hört sich gut an. Nur 4 Schaden bekommen. Okay. Alter. Okay, warte. Das ist tatsächlich schaffbar. Die brauchen jetzt noch 33 Schaden. Das heißt, wenn ich 9x5 ist. Alter, 9x5 ist 45. Right? Weil wenn sie jetzt 4 hat, dadurch kriegt. Achso, nein, sie kriegt sie sogar 5. Achso, warte, nee, sie kriegt nochmal einen Schaden. Sie kriegt aber 50. Okay, warte, das ist easy. Ja, die Queen löst das. Hier, Queen löst das. Gepriesen sei RNGesus. Alter Schwede. Oh. 16 HP, ey. Eine Maßarbeit. Danke, Galaxy. Ah. Loyalty given form. How can I lose? Singular Lady Nami is defeated. I should fix monochrome tactics and make it playable again. Now about this director. You will not get anything from me. She's still saying that. We haven't gone hard enough. Oh, wait, calm down. Help me. I think you do to me will matter. I'm not the only singular lady after all. Long and there are the others. The director cannot be stopped. The wiser thing you can do now is giving up. Skandalös. Ist einfach geflohen. Luder. Well, she isn't from Monochrome. She probably just returned to her game. Unsatisfying conclusion. Return to the old Monochrome tactics if you want me to. I will face you whenever you like, so do be satisfied with all that for the time being. Very well. Fine proposition. Now with the singular lady gone, the investigation of this game is over. Bucket, do you sense any buggers? Not even one. Yes. All right, then let's go investigate the next game. Right. I need to say that you'll find out, but I got someone else for the next game. So yeah, you'll be benched for now. What? Also, wir wechseln sogar Charaktere durch. Was? Okay. Das jetzt schon irgendwie sehr niedlich. Alle Chibi-Formen nochmal hier durchhüpfen lassen. Warum das Hornviech? Das ist schon goldig. So. Genau, wir haben das jetzt mit Akasaka geschafft. Wir haben irgendwie 2,5 Stunden dafür gebraucht. Wir haben irgendwie 42 Gold bekommen, aber nicht ausgegeben. Und genau, das waren unsere Viecher, die wir hatten. Ich glaube, wir hatten irgendwie 30 Stück. Genau, 30.
Und ja. Das waren schon irgendwie ganz coole Charaktere. So. Legendary Passive unlocked. Loving Bookmark. Second Year Student. Something, something. Will has gained plus 5 attack power. Mm-hmm. Jelly from the Academy. Perfect to conclusion. Mm-hmm. Unlocked. よろしければ一曲演奏いたしましょうか。では、たゆたう時の流れをしばしご堪能くださいませ。Okay. King Jolly. この私を呼ぶとは気に入った。そこのお前。 So, received important message. Check the message icon to lock into. So, genau, ihr habt es gerade kurz gesehen. Wir sind jetzt eine andere Person. Weiß nicht, ob wir die jetzt noch irgendwie groß vorstellen wollen. Aber ja. Genau, ich glaube, eventuell ist es eher eine Freundin von Akari. Oh ja. Ich muss ja sagen, ich fand das Spiel echt cool. Ich muss sagen, ich war auch sehr überrascht tatsächlich, wie cool es war. Aktuell, wenn ihr es haben wollt, kostet es irgendwie 18 Euro, beziehungsweise 15% nochmal weniger, wenn ihr Humble Choice habt. Oder glaubt, das geht gar nicht, ob das dann 15% noch weniger ist. Auf jeden Fall, ne, könnt vermutlich den Humble Choice Rabatt auch nutzen, wenn ihr auf Humble einkauft und wenn ihr da meinen Code verwendet, also mein Partnerlink, den ich unter Ausrufezeichen bar hinterlegt habe. Dann kriege ich sogar noch was ab. Ihr zahlt gar nicht mehr, sondern genau, es geht nur ein bisschen Geld von dem, was eigentlich zu Humble geht, geht zu mir. Und das ist ja auch ganz nett. Genau, weil davon, also da bekomme ich dann doch halbwegs, also halbwegs regelmäßig, ich glaube, alle paar Monate. Also mehr, so zweistellige Monate vermutlich eher. Aber es ist zumindest mal halbwegs irgendwie sinnvoll, im Gegensatz zu Epic, bei Epic. Lohnt sich gar nicht. Die sind da auch ein bisschen Arsch mit ihrem Affiliate-Programm. Genau. Auf jeden Fall hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an die Entwickler, die mir da einen Key zur Verfügung gestellt haben. Ne? Wie gesagt, ich bekomme hier ständig Keys zur Verfügung, deswegen steht ja hier auch hier Dauerwerbesendung. Ne? Habe ich jetzt das in die richtige Richtung gemacht? Nee, ich muss das in diese Richtung machen müssen, ne? Dauerwerbesendung. Weil die ja einen Werbeeffekt haben kann und ich ständig Pressemuster bekomme. In der Hinsicht quasi. Ne, damit ihr Bescheid wisst. Damit sich hier keiner verarscht fühlt von wegen, aber Moment mal, ich wusste gar nicht, dass er das gratis bekommt, dann hat das ja eine ganz andere Wirkung auf mich. Nein, ich bekomme ganz viele Spiele vom Entwickler, vom Publisher, irgendwie von der PE-Firma gestellt. Genau. Also, das ist auch der einzige Grund, wie ich überhaupt schon bisher diese 920 Spiele vorstellen konnte, ohne irgendwie dabei mir zu denken, so, meine Fresse, was habe ich da Geld ausgegeben? Weil, wenn ich mir die Summe anschaue, für dich, also, das ist schon echt viel Geld, was ich da hätte ausgeben müssen, um die Keys zu kaufen, die ich für die Spiele, die ich hier vorgestellt habe. Ich habe da so eine Auflistung, da steht. Das ist echt viel Geld gewesen. Aber das ist auch der Grund vermutlich, warum so viele Steam-Scammer versuchen, an meinen Account ranzukommen. Das Ding ist, ich muss euch einfach nur irgendwie mitteilen, dass wie ich an den Key rangekommen bin, wenn ich ihn selber gekauft habe, dann muss ich nicht extra sagen, dass ich ihn selber gekauft habe, weil selber gekauft ist impliziert. Aber wenn ich jetzt gerade als Streamer, als Content Creator oder auch Influencer, ne, wenn ich da irgendwie über diese Arbeit, die ich hier mache als Content Creator, wenn ich darüber an den Key rankomme, ne, wenn mir irgendwie ein Entwickler sagt, so, hey, hier, du hast ein Publikum, das dir zuschaut, das dir zuhört, spiel doch mal bitte mein Spiel, damit die Leute das sehen, dann muss ich euch das sagen, dann muss ich euch darüber aufklären, dass das hier passiert, damit keiner am Ende sagen kann, aber Moment mal, ich dachte, du hast es gekauft. Oder halt, und das dann quasi unlautere Werbung ist. Deswegen. Genau. Das Ding ist halt,
da ein Stream halt so ein Medium ist, wo halt ständig Leute reinploppen können und bei mir das halt eigentlich quasi der Standard ist, aber bei anderen Leuten nicht der Standard ist, dass die Keys gestellt bekommen, sondern tatsächlich viele ihre Keys noch kaufen, habe ich mich dazu entschieden, einfach zu sagen, ich mache safe. Ich sage einfach, hier, komm hier. Wir sehen hier immer Dauerwerbesendung. Das heißt, es ist tatsächlich hier quasi Werbung für ein Spiel, weil ich das ja geschenkt bekommen habe. Ich tag das auch einfach immer in meinen Tweets und meinen Instagram-Posts, wenn ich die Spiele bekommen habe. Das steht dann dran, bemusterte Werbung, weil ich ein Pressemuster ja bekommen habe. Genau, das heißt, egal zu welchem Zeitpunkt eigentlich hier jemand reinkommt und meldet, hier ein Spiel läuft, dann seht ihr eigentlich so, der tagged out. Und dort steht auch teilweise dann dran, Sponsored Stream oder Paid Stream. Ich weiß nicht, ich glaube Sponsored Stream. Wenn tatsächlich ich mal Geld dafür bekomme, das bekomme ich seltener, aber auch immer mal wieder. Genau, deswegen ist es einfach versucht, eine klare Kommunikation von mir an euch, ohne jetzt irgendwie ständig das Wort Ad irgendwo hinschreiben zu müssen, weil das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ist es ein bisschen überverwendet, finde ich. Genau, also deswegen, also für gewöhnlich tagge ich auch halt so Posts, eben mit bemusterte Werbung bemusterter Stream, gemusterte Werbung, ich glaube bemusterte Werbung oder eben bezahlte Werbung, wenn ich Geld dafür bekommen habe, oder eben Sponsored Stream, wenn ich da Geld bekommen habe. Genau, also da versuche ich halt diese Abstufung zu machen, damit einfach nur dieses Werbung, dieses große Schlagwort Werbung nicht den Wert verliert. Weil wenn ich an alles Werbung ranschreibe, ne, auch an Dinge, die ich selber gekauft habe, Werbung ranschreiben würde, dann würdet ihr gar nicht mehr mitbekommen, wenn ich tatsächlich mal Geld irgendwie bekommen habe. Wenn ihr jetzt irgendwie reinkommt und ihr seht wieder, ah ja, Werbung wieder, und ich aber tatsächlich diesmal irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro bekommen habe, dass ich euch das hier zeige, dann seht ihr das nicht auf einen Blick. Und so ist es, ihr seht, ah, okay, Dauerwerbesendung ist halt so der Standard, er kriegt halt wieder einen Key bekommen. Oder Sponsored Stream hat irgendwie Geld bekommen. Das heißt, potenziell muss ich das für mich anders bewerten. Also wenn ihr als Zuschauer dann, ne? Und deswegen, das versuche ich damit zu unterscheiden. Genau, und ja, so Keys haben für die Entwickler relativ wenig Wert, ne? Also Steam Key ist irgendwie, das kriegen sie gratis hinterhergeworfen, gerade weil es geht so viel an irgendwie Content Creator raus. Switch-Keys tatsächlich schon etwas teurer und schwieriger zu bekommen, genauso wie PlayStation und Xbox-Keys. Also die sind tatsächlich schon ein bisschen mehr wert, auch von Seite des Entwicklers. Aber für uns als Content-Creator ist ja zum Beispiel das jetzt, ich habe jetzt diese 18 Euro nicht gezahlt. Das heißt, für mich waren das jetzt quasi 18 Euro Ersparnis oder 18 Euro minus die Mehrwertsteuer, bla bla. Ich kann sie absetzen. Aber ja. Genau. Und genau, und freut mich auf jeden Fall, dass ich mit dem Content, den ich hier mache, Herr Lackes, euch so gut unterhalte und dass ich damit halt eben auch Indie-Entwickler unterstütze. Weil das ist mein Ziel damit, mit dem Kanal so vielen Indie-Games wie möglich eine Chance geben, dass sie mal gesehen werden. Vor allem, weil wir sind jetzt mittlerweile gar nicht mehr so eine gar kleine Community, was ich echt, echt cool finde, was ich echt stolz bin, ne, dass ich jetzt über eine Weile was aufgebaut habe. Und deswegen freue ich mich auch, dass du heute deine Leute vorbeigebracht hast, Galaxy. Und auch der Gamehubler vorhin. Genau, weil dadurch eben noch mehr Leute eben die Chance haben, hier ein paar coole Indie-Games zu sehen. Pro Woche kriegen wir vier Spiele hin, das ist immer noch, ich weiß nicht, im großen gesamten Release-Kalender ist es wirklich sehr wenig, aber für mich alleine finde ich das ziemlich stark und eigentlich ist mein Traum sogar, wenn es geht, irgendwie das noch auszubauen, da hilft mir ja Lackes jetzt gerade ein bisschen, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Content kriegen. Und wenn es geht, vielleicht will ich auch noch aufbauen, dass wir tatsächlich so einen Trailer-Show-Kanal einfach haben, wo nur Trailer von Indie-Games hochgeladen werden. Das heißt, wenn ihr irgendwie sagt, so, hey, hier, was für neue Games sind denn rausgekommen, habt ihr einen Kanal, wo nur Trailer, irgendwie hier, entweder Release-Trailer oder Gameplay-Trailer von allen möglichen Indie-Games sind. Damit ihr nicht sagt, okay, boah, wie suche ich denn danach? Weil das ist das Problem bei Indie-Games. Wie sucht man denn danach? Es ist so beschissen. Mittlerweile, durch dieses Twitch-Ding, dass man jetzt sagen kann, hey, ich will jetzt mein eigenes Tag. Ich habe jetzt das Tag Indie-Games an dem Stream. Und ich hoffe, dass sich das jetzt durchsetzt, dass dann mehr und mehr Leute danach suchen können. Weil wenn wir jetzt, können wir jetzt mal schauen. Wir machen mal Twitch auf. Twitch. Wir suchen mal jetzt nach dem Indie-Games-Tag.
Go to Indie Games. Nee. Können wir nicht einfach hier Browse und dann Indie Games. Geht das? Nee, man kann natürlich nur nach dem Indie Game und noch nicht nach dem Custom. Will aber nach dem Custom. Das ist ja doof. Dann kann ich dann auch noch nicht suchen. Ja. Muss ich erst nach mir selber suchen und es dann von mir aus da drin klicken? Ja, nein, das ist nicht das. Das hier. Will auch das Indie Games. Genau, da sind jetzt auch schon ein paar mehr Leute. Das heißt, darüber kann man tatsächlich mal Leute finden. Und das ist cool. Weil wenn jetzt tatsächlich mehrere Leute anfangen, darunter zu streamen, dann ist es auch für zuschauende Menschen einfacher zu sagen, okay, heute will ich will mal wieder coole Indie-Games sehen. Was gibt's denn hier? Und darüber hoffe ich jetzt auch, dass ein bisschen mehr passiert. Aber ja. So. Was kann man, was hast du denn im Content Creator Programm von Microsoft denn so für Zugriffe? Weil das ist auch immer spannend, ne? Was man für Möglichkeiten bekommt, wenn man in so Content Creator Programmen drin ist. Ist echt wichtig, in den Games zu unterstützen. Also Twitch und Stream perfekt. Nein. Ja. Also das ist halt ein bisschen schade. Twitch könnte perfekter sein dafür. Und Steam hat leider irgendwann mal was kaputt gemacht. Ich bin auf einem Discord mit ganz, ganz vielen Marketeers, also von irgendwie Leuten, die irgendwie Indie-Games entwickeln und vermarkten. Also die meistens Community-Manager oder Marketing-Menschen. Und die haben irgendwann mal berichtet, dass, oh, wann war das? Das war vor ein paar Jahren tatsächlich. Da hat irgendeine Änderung hat den Steam-Algorithmus komplett kaputt gemacht für Indie-Games. Und von einem Tag auf den anderen sind halt bei vielen Indie-Games die Sales-Zahlen gedroppt. So wirklich merklich und ist anscheinend nicht reparierbar gewesen, weil es nicht wieder irgendwie zurückgesetzt wurde. Ist einfach gewesen. Und das ist leider passiert. Oh ja. Am Möwenfest, deswegen. Das Ding ist halt, ich weiß nicht. Greenlight fand ich schon ganz gut. Warte, wir wechseln jetzt mal einfach die Szene, weil das so langsam reden wir weniger über das Spiel. Ich meine, die Switch sagt schon wieder, ey, komm, ich gehe in Standby. Laber du weiter, aber ich gehe in Standby. So, warte, wir machen kurz einen Cut hier. Also, vielen Dank nochmal für den Entwickler. Super Spiel, kann ich echt empfehlen, hat Spaß gemacht. Wird vermutlich so ein Weggefährte jetzt für mich sein, ich fahre irgendwie mit der Bahn irgendwo hin. Keine Ahnung, vielleicht auf der Gamescom-Fahrt zeige ich noch ein paar Runden. Das wird ja demnächst sein. Oder, keine Ahnung, wenn ich im Bett liege und ich denke so, oh, jetzt noch was zocken. Aber eigentlich schon im Bett liegen sollte. So, dann wechseln wir.